Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen. Ja, ich stehe falsch, ich weiß. Moment, ich bin gleich da. Moment. Handbremse ist nicht hier. Ja, ich suche den Gang. Warte mal. So. Wir haben eine Walze geladen und fahren jetzt in Richtung neues Gebiet. Ein bisschen Gas. Kann ich nochmal einblenden, was wir hier vorhaben. So 9 Tonnen Walze. Kingman Bitumen heißt die Firma, wo wir hinwollen. Und wir haben noch 11 Stunden Zeit und wir brauchen 8 Stunden, sagt er. Okay. Okay, da können wir damit leben. Ja, schon wieder ein bisschen länger her, heute wieder im Nachtschwärmer. Ich denke mal, wird erstmal so bleiben, dass es dann Nachtschwärmer-Folgen werden. Was ich euch auf jeden Fall auch gerne vorstellen würde, da müssten wir nochmal zu ETS 2 dann rüber, sind diese neuen Flaggen halt. Ne? Da gibt es ja auch ein DLC, das man sich auch kostenlos erspielen kann übrigens. Ne? Also wer es noch nicht gehört habt, zwar müsst ihr dann bei ETS 2, guckt aber nochmal rein, also bei, ach, wie heißt denn diese Online-Seite von ETS 2 von Worlds of Trucks oder so. Schaut da ruhig nochmal rein. Da steht nämlich drin, welches Datum, wie das begrenzt ist. Und ihr müsst dann Online-Aufträge erledigen quasi. Ich weiß nicht, wie viele, 3 oder so. Und da steht auch, wie viele Kilometer mindestens ein Auftrag haben muss. Dann bekommt ihr das Nein! Ein bisschen zu sehr die Straße hier eingenommen. Dann bekommt ihr das DLC mit den Flaggen, die man sich hier an die Fahnen und so, die man sich an Fenster bappen kann, bekommt man dann kostenlos das DLC zugeschickt. Aber genaue Infos nochmal auf der Seite von World of Trucks. Und wenn ihr das noch gar nicht kennt mit den Online-Aufträgen, da fährt man quasi seine Spedition. Ich weiß nicht, wie weit die mittlerweile sind. Also man kann sich da auch vergleichen, glaube ich, und so. Ganz interessant. Schaut es einfach mal an. Das ist immer so nebenbei. Zur Info. Ja, dann nochmal hier zu den Videos, warum das aktuell nicht so viele sind. Das liegt nicht daran, weil ich keinen Bock habe auf Spielen, sondern mir fehlt einfach die Zeit. Und bei mir ist es so, wenn ich aktuell abends dann halt spät zu Hause bin, dann macht das für mich keinen Sinn mehr, mich nur an den PC zu setzen und aufzunehmen, weil das würde nicht vernünftig rüberkommen. Also ich hätte da keinen Spaß dran und da sehe ich dann den Sinn nicht. Ach, scheiße. Wir haben doch eh kein Geld. Oh, Mist. Ja, genau. Ich war ja echt ein Fahrfehler nach dem anderen. Werden. Das ist ein bisschen mehr Konzentration. Ich mag die Farbe irgendwie von unserem Truck nicht. Ja, so viel dazu zum DLC. Und zum Warum mit den Videos. Also, wenn alles wieder ein bisschen entspannter ist bei mir, dann gibt es auch wieder regelmäßig dann die Folgen. Fällt mir einfach mal neue Musik bis auf. Oh Mann, jetzt hört doch mal auf. Wie viel ist denn erlaubt? 55 Mal. Das ist hier das Doofe, dass die halt so streng sind. Finde ich. Dass du ja noch nicht mal eine Meile pro Stunde drüber sein darfst. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen runter.
55 Meilen. Steht da unten jetzt in unserer Anzeige drin. Allerdings schlecht zu lesen bei den Original-Trucks. Das ist dann doch ein bisschen größer. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier nicht auch noch ein anderes Cockpit hat. Aber wie gesagt, wir haben ja aktuell nur noch 2300 Dollar. Nicht mehr so viel. Wir müssten hier rüber. Ich habe mich dann gezwungenermaßen doch noch rübergelassen. Das sollte eigentlich auch gerade so passen, ne? Dass wir uns dann halt hinlegen, wenn wir den Auftrag erfüllt haben. So, Tempomat auf Wiederaufnahme. Speedlimit 40. Ich bremse immer viel zu heftig. Es ist halt einfach. Oh, Serpentinen, sehr schön. Ich denke mal, die Geschwindigkeit können wir jetzt beibehalten. Sollte ja mit 40 kein Problem sein, hier durchzukommen. Ah, ist das doch schon ganz schön ackern, ne? Kurz auf die Karte gucken, was mich auch gerade selbst nochmal interessiert. So. Gut, hier sieht's, hier kommen wir dann beim Abschluss hier rüber. Und vielleicht könnten wir auch mal ein bisschen Musik anmachen. Boah, geht doch. Alle ohne Licht. Ich mach mal das Licht aus. Mit den Ballons da hinten. In den Kurven ist das doof. Mit Sicht von draußen. Geiler alter Truck. Aber schon ganz schön heiß da oben, ne? Wenn du da mit dem Ballon fährst. reden wir jetzt nicht drüber. Aber ne, hat ja gepasst. Kann man gut drum. Ist ja nett von ihm. Ne? Acker! Jetzt habe ich Bernd, unser Mechaniker aus LS15. So, ich schmeiß mal ein Tempomat vor, ich sage wieder rein. Aber jetzt ohne Licht kann ich nichts mehr erkennen. Da war's. 50, 55. Die Schritte kannst du ja auch einstellen, wie der Tempomat reagieren soll. Ne? Ich habe jetzt hier 5er Schritte halt, aber ich meine, das kannst du sogar noch genauer einstellen. Finanziell, da muss echt mal wieder was reinkommen. Wenn die nächste Rate kommt, dann sieht es übel aus. Aber
Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Kreditpuffer. Dass wir auch nicht gleich gestraft werden. Und mit dem Auftrag geht heute mir auch ganz gut. Ich denke mal, der Tank wird noch reichen. Ja, dann wird immer wieder gefragt, hey Tom, Wegestation, Umleitungsdienst, Zugfahrer. Wiegestation, okay. Weiß nicht, wie man da jetzt drüber fährt. Wird man verfolgt, gestoppt, geächtet. Nicht höher. Ich würde den Tempomat wieder rein, weil der geht jetzt noch nicht, ne? Nein. Jetzt läuft er wieder. Wobei stehen geblieben. Ihr, die Frage kam jetzt dann öfters, hey Tom, hast du überhaupt schon was von Kettle und Crops gehört? Ja, habe ich schon und war schon mal auf deren Seite. Ich finde die ganz interessant gemacht eigentlich. Und bin auch gespannt, wenn es rauskommt, wie sich das wirklich spielen lässt. Ich kann die raten. 10.000, okay. Ja, es kommt ja wieder rein, YouTube. Ich muss halt jetzt ein bisschen sparen. Okay, Kettle und Crops und also so wie das raus ist, werde ich natürlich auch zusehen, da einen Key zu kommen und werde es natürlich auch hier dann Let's Playen. Und ich bin gespannt, vor allen Dingen von den Anforderungen her, wie das Ganze dann laufen wird. Und ja, ist eigentlich auch ganz nett, dass es mal zum Landwirtschaftssimulator wirklich mal Konkurrenz gibt. Denn aktuell, würde ich mal behaupten, gibt es keine. Na, ich könnte wenigstens mal ihre 55 Meilen fahren, ne? Wenn ich jetzt wieder überhole, dann geht es mich wieder los. So sofort geblitzt werden. Aber ist mir genau egal, ich überhole es gleich mal. Mist, der bremst einen hier aus, der Idiot. Das können wir sogar mit vorgeschriebener Geschwindigkeit ganz locker überholen. Wahrscheinlich fährt er spritsparsam oder hat es nicht so einig. Der Bursche. Ich habe so ein bisschen zu viel Spiel hier am Lenkrad drin. Das ist ein bisschen nervig, dass jetzt hier, wenn ich jetzt hier so lenke, ne, so ein bisschen, habe ich eigentlich quasi überhaupt keinen Widerstand. Und ab hier, normal, wenn ich jetzt so rumlenke, ab hier kommt jetzt der Widerstand und dann merke ich auch, wie Force Feedback reinkommt. Ne? '75 sind hier erlaubt, ich weiß gar nicht. Ich gehe mal auf 60. Weil die 75 gelten ja nicht für uns. Ja, haben es auch bald geschafft, noch 25 Meilen. Jetzt PM von der Zeit her, 1:50. Letztens wusste ich halt, da gab es irgendwie eine Eselsbrücke. Der finde ich jetzt nicht. Wollte ich mir merken, die Eselsbrücke, das habe ich so vergessen. Wahrscheinlich hätte ich eine Eselsbrücke für die Eselsbrücke gebraucht. PM. Tja.
Man merkt, ich muss wieder reinkommen. Mal rausnehmen. Weiß ich auch nicht. Wie war das? Darf ich jetzt hier rumfahren oder nicht? Also ich warte mal immer auf grün. So, müssen wir auf die linke Spur, dann müssen wir wieder links abbiegen. Was ich auch immer wieder spielen würde, ist der Bus-Simulator. Und ich freue mich ja auch schon, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, kommen ja noch viele tolle Projekte auf den Fernbus-Simulator. So, erster Aufenthalt in Kingman. Was ein scheiß Ortsname, sorry. Gespannt, wo wir das gute Stück hinstellen dürfen. Wahrscheinlich da auf der Baustelle. Mist. Schwer zu holen. Das ging nochmal gut. Ja, komm nun, fahr. So. Wo willst du die Ladung hinhaben natürlich? Wir brauchen die EP. Wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Kann man da vorne vielleicht rumfahren? Aber selbst da komme ich auch nicht rein. Nee. Boah, was ein Käse. Also müssen wir komplett rückwärts rein. Und da muss ich mich einweisen lassen, letztens komme ich hier nicht mehr raus. Wir könnten natürlich auch. Warte mal. Warte, ich ziehe nur mal ein Stück vor. So, da stehen Hände in der Tasche und doof gucken. Mann, Mann, Mann. Kann das klappen? Ich weiß es nicht. Ihr versteht, was ich vorhabe, oder? Ja, da steht eine Walze. Mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier vorne sieht es noch gut aus. Komm mal rum. Da werkelt sogar einer rum gerade. So. Okay, ziehen wir nochmal rum. Das ist Folge ein bisschen länger heute, aber naja. Das ist keine Entschädigung. Dass ich aktuell maßlos hinterherhänge. Warte mal, wenn ich jetzt. Na, ich müsste für ein Stück rausfahren wahrscheinlich. Ne? Ich glaube nicht, dass ich den so gerade kriege. Nee.
So müsste es ja eigentlich schon gehen. Oder? Na, vielleicht noch ein bisschen. Ein bisschen weiter raus. Mit der W900. So, jetzt gehen wir mal von innen. Jetzt könnt ihr mal neu abstimmen, okay. Und sagen, hey, ich hab's mir doch anders überlegt. Aber wir weisen uns da durch. Wenn es nicht zu lang wird, dann muss ich abbrechen. Also nicht abbrechen, aber für die nächste Folge. Wir fahren da rein, YouTube. Irgendwie kommen wir da rein. Aber ich kann mich trotzdem jetzt einweisen lassen, sonst kriegt das sonst nicht hin. Sprich, von draußen gucken. Klar, man könnte sicherlich auch von innen hinkriegen, aber ihr gebt sicherlich zu, das ist nicht so eine einfache Parklücke, oder? Macht ihr das aus dem FF? Ich glaube eh, dass in 10, 15 Jahren aber bestimmt so kleine Drohnen, die man in die Luft schickt. Und hat dann dieses Bild, was wir gerade haben, auf dem Bildschirm, um einzuparken. Ja, Mist, das wird nichts, ne? Das wird nichts, weil ich kann nicht, weil da vorne diese blöde Kette davor ist. Ich kann, glaube ich, nicht. Ich kann es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Ah, Mist. Fehlt nicht viel, aber zu spät eingelenkt. Fuck. Hab ich nicht gesagt. Wird rausgeschnitten. So, ja, ist halt nicht da, wo sie es haben wollen, ne? Da sind sie mal pingelig, da kennen sie mal nix. Obwohl ich den Standort so viel besser fände. Aber ja. Ja, ich mache ja schon. Die Frage ist, warte mal, wie mache ich das, wenn ich jetzt. Wie muss ich denn ausholen? Eigentlich könnte es auch schon so klappen. Jetzt voll einschlagen. Da musst du aber eingelassen werden, das kriegst du so nicht. Vor Aufregung mache ich hier schon alle Blinker an. Ich krieg den nicht gerade gezogen. Das ist das Problem, ich krieg ihn zwar dann vielleicht dann in die Hülle rein, in die Hülle auch, ja, in die Lücke rein, aber dann ist der Abstand zur Wand so gering und ich krieg den LKW nicht mehr gerade. Na gut, das könnten wir so mal nochmal gerade ziehen. Nicht bewegen. Sehr schön. So, wenn wir jetzt abkoppeln, macht er dann auch die Stützen hier raus? Wie ist denn das dann? Ja. Die hast du leider nicht gesehen. Ausgezeichnet! Wenigstens aus dem Minus raus. Ich habe es nicht ganz genau gepasst, aber irgendwas mit 7000 waren es. Keine Ahnung. Sehe ich gerade nicht. Wir müssen raus, YouTube. Ich danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ein bisschen hier.